Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr hört es an meiner Stimme, die ist ein bisschen angekratzt. Ich bin ein bisschen erkältet. Trotzdem möchte ich diese Box gerne für euch auspacken heute, denn es ist eine neue Box auf meinem Kanal. Es ist die Degusta Box. Die Degusta Box ist eine Box, eine Essensbox. Das ist monatlich, zahlt man dort, glaube ich, 14,99 € und bekommt einen Warenwert von knapp 18, 19 Euro. Und da sind meistens Sachen drin, die man so sich nicht kaufen würde. So ist es jedenfalls meistens bei mir. Und deswegen habe ich sie mir mal bestellt. Ich habe mir jetzt sehr lange Zeit bei Silent Mike und bei Chris Tillman angeguckt und habe mich entschlossen, die Box auch mal zu bestellen. Gut, dann würde ich sagen, stelle ich die Box gleich wieder zur Seite. Vorher schneiden wir sie auf, wenn ich jetzt das Messer finde, was ich mir vorher zurechtgelegt habe. Schneide ich sie noch einmal auf, dann packe ich sie zur Seite und dann gucken wir mal, was drin ist, weil die Box ist ziemlich groß, wie die anderen Essensboxen ja auch immer. Und da ist es ein bisschen blöd, wenn man dann nur die Degusta-Box in groß sieht. Wir wollen ja die Produkte sehen. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, dann sind wir auch schon wieder. Wie ihr seht, der Tisch ist leer. Das heißt, die Box ist auf der Seite. Hier haben wir erstmal ein bisschen Werbung. Tea2Go. Da haben wir zwei Proben mit drin. Einmal mal Spring Tea Collection. Okay. Ja, die werde ich mal testen. Hier sind 20% Rabatt auf die nächste Bestellung bei Hafer. www.hafervoll.de. Okay. Könnt ihr mal raufgucken. So, was haben wir da Schönes? Wir haben einmal 32% Vollkorn von Nestle, die Cini Minis. Oh Gott, das ist lange, lange her, wo ich die gegessen habe. Das ist richtig lange her. Das ist so ein kleiner Probierpack. Ja, die werde ich mir mal schmecken lassen, denke ich, weil ich bin ja so ein Müsli-Fan. Und Nestle sagt, hauen wir noch ein Probierpack mehr rein. Cookie Crisp, die kenne ich gar nicht. 34% Vollkorn, also sogar 2% mehr. Ja, Nestle-Produkte halt, ne? Das sind halt Frühstückssachen für Kinder normalerweise, aber was Kinder schmeckt, schmeckt mir auch. Sage ich immer. Und Brandt, der Zwiebackhersteller. Ganz normale Brandzwieback, Zwieback. Knusprig gleich. Ich hatte ja gehofft, wenn sowas drin ist, dass es mal diese Schokoladenbrand sind, weil die kenne ich noch gar nicht. Sowas kennt man ja schon, aber ist auch in Ordnung, wenn man mal so wie ich jetzt krank bin. So. Balsamico-Dressing, ja, das ist doch nice. Balsamico-Dressing auf Salat esse ich gerne mal. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Kann man mal gut für einen kleinen Salat benutzen. Balsamico ist ja immer eigentlich ziemlich gleich. Hier ist noch ein bisschen Knoblauch mit drin, Basilikum. Ne? Ja, sehr nice. Salatsoßen gehen immer. Neu, zweimal, diese Mini Crispy Tin. Die ganz dünnen von Oreo. Die habe ich letztens gesehen beim Einkaufen. Wollte sie mir erst einstecken. Und da sehen wir mal wieder. Ich habe es nicht getan, weil ich mir nicht sicher bin, ob die genauso schmecken wie die großen. Dann ist man das ist immer ärgerlich, wenn man immer so viel Geld dafür ausgibt. Und dann mag man das nicht. Und hier hat man das in der Box drin. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Da hat man dann mal Sachen, die man so vielleicht nicht kaufen würde oder zu geizig ist für und dann kann man die probieren und wenn man sie probiert hat und die schmecken ein, dann kann man sich die ja nachkaufen. Finde ich sehr, sehr nice. So, ich sage immer so, ne? Ja. Senf-Curry-Soße von Schammel. Ja, klingt interessant. Würde ich sagen. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin ja so ein kleiner Curry-Fan und auch ein kleiner Senf-Fan. Und beides zusammen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Entschuldigung, das Schnauben, aber ich bin wirklich erkältet. Schokoretten, Knusperini.
Sorte des Jahres. Schokoretten kennt jeder. Kauft sich auch jeder, bestimmt irgendwann, früher oder später. So, jetzt kann ich hier mal ein bisschen Krach machen, weil zwei Sachen sind noch drin. Zwei Sachen oder drei Sachen? Ne, drei Sachen sind noch drin. Okay. Hey, das ist lustig. Ich habe zweimal fast dasselbe. Die eine ist eingepackt, die andere nicht. Okay, Glas nicht einzupacken. Luftpolsterung ist ganz schön gut. Franziskaner Weizenbier. Alkoholfrei. Alkoholfrei ist immer gut. Nein, natürlich nicht. Zitrone. Habe ich letztens auch bei Penny gesehen und wollte mir das erst kaufen. Habe ich gesehen, dass es alkoholfrei ist, habe stehen lassen. Ich werde es mal probieren. Alkoholfrei ist bei mir immer so eine Sache. Alkoholfrei schmeckt. Und jetzt, wie gesagt, die zweite Flasche, und die muss ich auspacken, weil die war Luftpolsterungsfolie eingepackt. Ne? Holunder alkoholfrei, auch vom Franziskaner Weißbier. Ja, wie gesagt, ich werde beide probieren, denke ich, aber alkoholfrei ist normal nicht so mein Ding, weil die einfach nicht schmecken. So, und jetzt war. ja. Okay, hier habe ich einmal Valensina Vitamin Frühstückssaft. Und wer meinen Kanal kennt, der weiß, ich habe ja auch die Brand News Box. Die kommt auch noch die Tage auf dem Kanal. Und da war auch schon mal so ein Frühstückssaft drinne von Valensina und der hat überhaupt nicht geschmeckt. Der war so sauer und nee. Also da werde ich diesmal, ich werde es vielleicht einmal anprobieren, aber wenn der genauso schmeckt wie der andere, nee, dann kommt der weg. Da, der war so sauer. So, und oh, ich habe noch was gefunden. Hurra, hurra. Hafervoll. Flapjack. Cashew Canberry. Ohne Zuckerzusatz, ohne Zusatzstoffe, vegetarisch. Ja, diese Vollkornriegel, sag ich mal so, schmecken meist auch nicht. Ich werde den auch einmal antesten, aber ja, auch nicht so meins. Gut, die erste Gusterbox ist leer. Stelle ich das gleich zur Seite. Und dann wollen wir mal auf die Spoilerkarte gucken, was gekostet hat. Ja, die Brand. Der Brandzwieber kostet 1,19 €. Hafervoll, dieser kleine Riegel soll 1,99 € kosten. Also würde ich im Laden im Leben nicht bezahlen. Dieser Tee, der kostet auch 3 €. Ich dachte, das wäre eine Gratisbeilage. Okay. Also entweder beide zusammen 3 € oder das sind dann wahrscheinlich nur Probierdinger. Ich glaube, dann so ein ganzes Pack kostet dann wahrscheinlich 3 €. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Valensina 1,69 €, das hat er beim letzten Mal auch gekostet. Die Nestle Probepackung 99 Cent. Produkt des Monats ist der Oreo, der kostet 1,59 €. Jeweils die beiden alkoholfreien Franziskaner 80 Cent. Ja, die Schoketten, Entschuldigung, 99 Cent. Das Balsamico Dressing 2,99 € und der Senf Curry Mischung. Obwohl da steht jetzt die würzigen mit Meerrettich. Ah, da wird der Meerrettich mit drin. Okay, 1,85 €. Hier nochmal ein Rezept, was man mit der Senfsoße machen kann. Frischer Spargelsalat, da kann man dann gut die Balsamico-Dressing benutzen. Und das war's. Ja, ich habe diese Box ja günstiger bekommen. Ich habe diesen Monat 7,99 € bekommen. Ich habe den Riffel-Link
von dem Jens genommen, der bei Mike unten drunter stand. Und an dich schöne Grüße, Jens. Du hast ja mittlerweile meinen Kanal abonniert. Und mein, wenn ihr diese Box haben wollt, ich habe auch so einen Riffle-Link, also so einen Bestellcode, wo ihr denn die Box für günstiger bekommt, 7,99 glaube ich. Und ich habe davon auch was, denn wenn ihr die über meinen Link bestellt, dann kriege ich Punkte gut geschrieben und irgendwann mal eine Box umsonst. Ja, den Link haue ich unten in die Kommentare rein. In den Kommentar rein, in die Infobox rein, Entschuldigung. Was haltet ihr von der Box? Sagt ihr, yeah, da sind Sachen bei, die mag ich total gerne? Oder sagt ihr, nee, das ist alles nicht so meins? Haut mir es gerne in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach unten, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich über ein Abo sehr, sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, diese Box bleibt auf meinem Kanal, erstmal vorerst. Und würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Degusta-Box oder Brandnuss-Box oder wieder. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.